50-0 gewinnen können, ey. Mann, Mann, was für Chancen. Aber das ist gar nicht drauf. 100 Schüsse, Alter. Bis hierhin haben Sie es geschafft, ohne Zweifel schon ein Riesenerfolg. Die Frage ist, können Sie es jetzt auch zu Ende bringen? Der Wille stellt sich der Verantwortung. Er hält sich und macht das Tor. Der Tor wird das nachsehen, der Spieler hat ihn erst. Daniel Alves ist als Nächster an der Reihe. Als Erster, jetzt steht es 1-2. Sie haben nachgezogen, beide haben ihren Ersten verwandelt. Auf geht's in die nächste Runde. Und der Tor ist Cuadrado tritt als zweiter Schütze an. Das konnte dieser Torwart einfach nicht entscheiden. Ganz gut verwandelt, keine Chance für den Torhüter. Luis Suarez ist als dritter an der Reihe. Er hat den Gegner ausgefüllt und den Ball gehalten. Der Torhüter hat exakt den richtigen Riecher. Fußball ist auch Psychologie, also wenn er ehrliche Parade. Ich weiß nicht, inwieweit der Torhüter über Spickzettel im Vorfeld informiert war, aber er hatte genau die richtige Ahnung. Roberto ist natürlich Nummer 5 unter den Elfmeterschützen und der Schuss geht völlig in die Hose. Der Torhüter war bereits geschlagen, aber hier hatte er das Glück des Züchtigen. Jetzt muss er nur noch den Strich runter machen. Cristiano Ronaldo muss jetzt nur noch den hier versenken. Chesney Black, Suka. Juventus Champions League.
ohne Buffon. Uh-huh.